Hallo Internet und willkommen zum kleinen Angezockt von Heroine's Quest, The Herald of Ragnarok. Ein kleines Free-to-Play-Indie-RPG-Adventure, das es momentan bei Steam zum Ausprobieren oder zum Spielen gibt. Das ist die volle Version, die ihr da umsonst spielen könnt. Und ich dachte mir, guck dir mal an, was das Spiel drauf hat, weil die Screenshots sahen sehr interessant und sehr oldschoolig aus. Ich habe ja ein Faible für alte klassische Rollenspiele. Auch wenn das ein bisschen vor meiner Zeit war, mag ich die im Prinzip sehr. Und genau das verspricht dieses Spiel ja und mal sehen, was es davon halten kann. Ich weiß nicht, ob ein komplettes Let's Play draus wird, aber mal sehen mal, was uns das Spiel zu bieten hat. Erstmal geben wir unserem Heroine natürlich einen Namen. Ein typischer Kriegerinnennamen wäre natürlich Kunigunde. Ne, Kunigunde ist jetzt ein bisschen zu übertrieben. Brunhild. Das ist gut. Oder Brünhild. Would you like? Möchtest du ein Tutorial? Ja, ich möchte ein Tutorial, bitte. Das ist komplett in Englisch, also ich muss dann nämlich noch was übersetzen. Heroine's Quest bietet drei verschiedene Klassen mit dadurch verschiedenen Spielstilen. Die Klasse, die du auswählst, kann bei den Lösungen von Puzzlen eine Rolle spielen. Außerdem, welche Sidequests möglich sind und auch Auswirkungen auf die Geschichte kann es haben. Okay. Wir hätten hier die typischen Krieger, Magierin und Rogue, also Dieb quasi. Und für den Anfang gehen wir, glaube ich, mal klassisch vor mit dem Warrior, weil die meistens am meisten aushalten und nicht so leicht tot zu kriegen sind. Wobei Sorcerer, da bin ich immer unschlüssig. Bei Klassenauswahl bin ich immer ziemlich unschlüssig. Ich glaube, wir nehmen den Magier. Wir nehmen den Krieger. Der Krieger verlässt sich auf seine Toughness, also die Fähigkeit, Dinge auszuhalten, seine Waffenprowness, wahrscheinlich seine Waffenstärke, und versucht, Lösungen straightforward, also direkt zum Punkt zu kommen bei seinen Lösungen von Problemen. Das ist ja also auch vorgeschlagen, dass das für Leute, die zum ersten Mal spielen, das wählen. Und möchte ich die Klasse wählen? Ja, das möchte ich. Oh Gott, jetzt möchte ich Erfahrungspunkte verteilen. Wunderbar. Also nicht Erfahrungspunkte, sondern Skillpunkte. Diese Screen erlaubt dir, deinen Charakter zu customizen, zu anpassen nach meinem Belieben quasi. Und zwar seine Attribute und seine Skills. Ich habe 50 Trainingspunkte, welche ich auf meine Stats verteilen kann. Okay, und ich kann halt mit der Maus über die Stats gehen, um zu sehen, was zu machen. Um 5 Punkte zu verteilen, muss ich mit der Maus über einen Stat gehen und dann den Plus-Button drücken und mit dem Minus-Button. Also ja, klar, da die. Das ist klar. Okay, die Stats können nicht verringert werden von Anfang an. Okay, wenn ich einen neuen Skill haben will, kostet er mich 25 Trainingspunkte. Also 50. Ich kann ja auch neues Zeug lernen quasi. Ich würde aber dann, also ich kann auch immer in 5er Schritten, wie das aussah, genau, in 5er Schritten die verteilen. Ich würde sagen, wir geben, also Agility misst meine Grazie und meine Geschwindigkeit und meine Verteidigungsreflexe. Da geben wir mal 5 Punkte rein. Ausdauer ist wie viel Schaden ich aushalte, bevor ich rumfalle. Hätte ich auch gerne mal 5 Punkte drin. Stärke ist natürlich, wie stark ich zuschlag und wie viel ich tragen kann. Da machen wir mal 10 Punkte rein, würde ich mal behaupten. Weapon Use, meine Finesse und meine Trefferwahrscheinlichkeit beim Nahkampfangriffen. Gehen wir erstmal 5 Punkte rein und nur Willensstärke.
ist so Defense Against Magic Attack. Ah, genau, meine Verteidigung gegen Magieattacke. Magieattacken. Da. Hm, jetzt hätte ich vielleicht noch 25 Punkte. Damit könnte ich noch was Neues lernen. Oder noch die auf meinem bisherigen Sets verteilen. Oh, ich kann auch zusätzlich noch Magic lernen. Damit könnte ich quasi in so einen Krieger spielen, der noch Magie kann. Oder ich könnte Akrobatik lernen. Aber das ist für meinen Krieger nicht so das, was ich eigentlich haben will. Animal Ken? Ah, das Tier namens Ken, alles klar. Ken? Das schaut so gut in Understanding. Ich würde sagen, dass Animal Knowledge heißen wird, aber Knowledge schreibt man nicht mit K-E-N am Anfang. Naja. Klettern, schneller Sprecher. Ah, ja, dass ich dann quasi mich irgendwo rausreden kann. Herbalism. Oh, damit kann ich quasi ja, Potions mehr. Das wäre interessant. Kann ich das machen? Ah, da habe ich 5 Punkte drin. Ah, habe ich die schon? Habe ich die sowieso? Ah, ich kann die. Ah, ich sehe schon. Ich kann die sowieso. Also ich kann auch hier, sage ich noch, okay, da haben wir noch 5 Punkte in Climbing. Ah, das sind also meine Stats und das sind meine Fertigkeiten. Gut, ah, wahrscheinlich. Egal, ich mache einfach mal noch 5 in Herbalism und dann noch 5 in Weapon Use. Dann kann ich mich auch notfalls ja, Tränke herstellen, wenn ich die brauche. Okay, und dann passt es einfach mal. Midgard, als Odin von oben wacht, also ein einsamer Kriegerer. Schön, dass ich mich selbst in meiner Zunge so überschlage, dass ich den Text nicht lesen kann. Auf jeden Fall beschreibt er den einsamen Krieger, den wir wahrscheinlich hier darstellen, wie er durch die Eiswüste stampft und stopft. Die Atmosphäre ist gleich schon sehr, sehr einnehmend. Auch die Musik ist auch wunderschön. Oh, schön. Schöne Musik, schön. Oh, da kommt schon der erste Goblin. Nee, ist kein Goblin, ist das ein. Was ist das da? Ein Ork? Der seine Faust nach uns wedelt. Ah, das ist ein zweiköpfiges irgendwas. Okay. Wahrscheinlich so eine Art Ogre-Troll. Darf ich schon oder nicht? Noch als Intro. Ich habe versucht, ein bisschen was über das Spiel herauszufinden, so von wem das produziert wurde. Und ich habe genau das rausgefunden, was ihr ohnehin gerade rechts seht. Und zwar die Leute, die das gemacht haben, ist anscheinend kein großes oder überhaupt kein Entwicklerstudio so. Im klassischen Sinne. Vielleicht war das so ein Studentenprojekt. Hallo? Lawine! Oh, das sah gefährlich bis tödlich aus. Oh, aha. Da haben wir den Ogre, Popoga, der eben so seine Faust nach uns gerungen hat. Der vor uns steht mit seiner mächtigen Keule und nicht wirklich weiß, was er machen soll. Oder bin ich schon dran? Nee, es passiert doch nichts. Oh, jetzt habe ich das weggeklickt, glaube ich. Nein! Meister, wir sind zurück. Very good. Sehr gut. Have you done as I asked? Hast du getan, was ich gebeten habe? Der. She knocked her out cold. And then we left her for the dawn. To turn to stone. Ich glaube, ich mache da Untertitel rein oder sowas in Richtung. You did what? We did a fine job. Are you not pleased, Master? Insufferable fools! Do you realize that humans do not turn into stone in daylight? I told you humans do not turn to stone! This was your idea. It was not! You said it first! You are such a liar. How dare you call me that! A liar, and bad of hearing, too. Shut up! Vivaldi! Yes, Master! At your service, Master. It is imperative that we obtain the eyes. You know who your other targets are. The big man. And the small man. Precisely. Do not botch this, Thorvaldi. I shall be most displeased if you should fail. As you say, Master. We shall not disappoint you. Now go! Go, quickly!
Na. Also um es noch kurz zusammenzufassen, anscheinend hat dieses zweiköpfige Ogervieh versucht uns zu killen, indem es eine Lawine über uns hereingeworfen hat und da der Meinung war, dass Menschen beim Sonnenlicht anfangen, sich in Stein zu verwandeln, wie es wohl gewisse Oger tun, haben sie uns erliegen lassen, in der Hoffnung, dass ich dadurch sterbe. Nicht sehr erfolgreich. At least you are warm. My husband found you outside in the snow. This is not a good winter for traveling. So it would appear. Thank you for taking me here. I am in your debt. No need for that. Then please tell me your name. Hervor. I run the Adventurers Guild here in Fort Sigtuna. I live here with my husband Voland and our son Jaime. Taheimi. Ah, okay. Sie hat uns also anscheinend aus der Lawine herausgezogen und die gute Dame ist die Leiterin der Abenteurergilde, die sie mit ihrem Mann, ihrem Sohn zusammen leitet oder auch mit denen zusammen hier natürlich wohnt. Du bist der Gildenmeister. Was kannst du über die Stadt sagen? Walk around and you shall okay, ich soll selber gucken, was die Stadt kann. Klasse, danke. Danke dafür. Wo im Wald hast du mich gefunden? Where in the forest did you find me? My husband is the one who found you. Ihr Mann hat mich gefunden. Wo ist dein Mann? Wer ist dein Mann? His name is Voland. He is the city smith and father to our son, Jaime. Er ist also der Schmied der Stadt. Und sie ist also der Gildenmeister. No, merely the caretaker. Is there something you need of the guild? Also sie passt nur auf die Gilde auf. Anscheinend ist sie gar nicht die eigentliche Meisterin. Genau, wo ist der eigentliche Gildenmeister hin? Where did the guildmaster go? He had to leave town. I know not why. I believe he traveled east. Okay, er hat die Stadt verlassen und sie weiß auch nicht warum. Gibt es noch andere Adventure hier? Was ist in der Kiste? Kannst du mich trainieren? Ich würde gern Waren kaufen. Ist da something only one? Der Satz verwirrt mich. Auf jeden Fall geht es darum, ob irgendwelche Quests für uns hat, quasi. Check the notice board in the guildhouse. Okay. Also im Notice Board im Guildhouse gibt es noch nicht Quests für uns. Schauen wir mal, der Rest sieht mich eigentlich nicht so wirklich. Gibt es noch mehr Abenteurer hier? Are there other adventurers here? None, save yourself. Aha. Was ist. Okay, dann. Gut, dann danke für die Rettung. Und. You must be hungry. By the gods, I feel like I haven't eaten in days. You likely have not. I would extend hospitality to you, but we have little food to spare. It is a harsh winter, and we have our son to feed. I understand. I do not mean to impose on you. You should find food soon, lest you starve. I had a bag of supplies with me, but it appears to be missing. I do not know. I am sure you could hunt or find something edible in the woods. You are welcome to stay here at the guildhouse. Yes, I shall do that. Thank you for your help. Okay, also, nachdem wir uns ein Gespräch hatte uns dann gefragt, ob wir nicht hungrig sind, was wir ja sehr stark bejaht haben. Aber auch sie konnte nichts zu essen anbieten, da sie der Winter ziemlich harrisch ist und sie nicht Essen einfach so rausgeben kann, weil sie auch ihren Sohn noch zu füttern hat. So, bewege deine Maus über den Screen, um das. Oben an den Screen, um dein Menü zu sehen. Du kannst auch Rechtsklick benutzen, also um verschiedene. Hier habe ich quasi mein Menü, da kann ich gehen, mir Dinge ansehen. Typisch Adventure halt. Mir Dinge ansehen, habe ich mein Inventar, mein Action-Submenü. Da kann ich schon mehr machen. Walking Movement, Running Movement. Ich kann wahrscheinlich gehen und rennen. Ich kann mich hinlegen, ich kann schlafen, nachtüber schlafen, Waffe ausrüsten und mir die Map angucken. Aber jetzt gucke ich mich mal hier ein bisschen um. Also haben wir einmal, da hat es eben geblinkt, das habe ich genau gesehen. Da hat es geblinkt. Kann ich damit interagieren? Gibt es irgendwie ein Grab-Menü? Angucken. Lithrazir brought this here, before the Holt became frozen.
Mhm. Also. It was slain by the last guildmaster. Okay, also den komischen Edelstein hat irgendwer hergebracht, wahrscheinlich ihr Mann. Eine große Trophäe, ein großer Trophäenkopf ist an der Wand festgebracht, angebracht. Und ein Angry Snarl, okay, ist halt, ja. Festgenagelt quasi. Und scheint eine Mischung aus einem Wolf und einem Drachen zu sein. Wenn sowas möglich ist. Ja, das scheint mir etwas seltsam zu sein. Kann ich das einfach mitnehmen? Es ist nicht sehr, sehr heldenhaft, jemands Trophäe mitzunehmen. Okay, also und es würde uns nichts bringen, das Ding mitzunehmen und es ist ohnehin auch nicht sehr freundlich. Schau mal, was in der Kiste ist. Kann man die denn leer rauben? Könnte einfach mal fragen, was in der Kiste ist. Das war nämlich auch so eine Option. Aber ich kann aber auch. Ah, ich kann damit durchscrollen quasi. Ja, ich wollte auch mit ihr reden. What is it? Was kannst du mir denn her? Das wollte ich dann irgendwie schon eben in ein anderes. Ah, nee, bist du der Gildenmeister? Nein, ja, gell? Was ist in der Kiste in der Ecke? What is in the chest in the corner? You can use it to store your equipment. Ah, da kann ich Zeug reinlegen. Das ist ziemlich nett, aber wahrscheinlich ist da nichts drin. Ah, ich nehme lieber eine Kiste. Okay, ich wollte mit der Kiste sprechen und die Kiste antwortet nicht, sondern der Text sagt mir, dass diese Kiste nicht eine von diesen Sorten ist, die auf verbale Kommandos reagiert. Allerdings habe ich gehört, dass es solche gibt. Ich sollte vielleicht meine Hände benutzen, danke. Also, hat schon einen gewissen Humor, das Spiel. Ich könnte mal sagen, also jetzt mal angenommen, ich würde das weiterspielen, wo es mir dann gut danach aussieht, weil es ist ein echt sympathisches Spiel. Könnt ihr vielleicht mal sagen, ob ich einfach den englischen Text lassen soll, wie er ist, wenn er nicht versteht, oder anfangen soll, so alles so gut wie möglich zu übersetzen. Deutsche Version davon gibt es leider nicht. Ich habe aber in der Kiste ein Notepad. Ein Schriftstück. Kann ich mir irgendwie angucken? Hier kann man die Use und Self. Ja, ich will es mir auch angucken. Ah, bitte angucken. Ah, da kann ich mir natürlich aufschreiben. Das ist interessant. Also, ich habe quasi einfach nur ein leeres Stück Papier. Da gucken wir mal, was da drin ist. Kann ich da rein? Muss ich das aufmachen? Aha. Ich schaue in den Schrank, aber ich finde nichts Interessantes. If you're looking for the door. Also ja. Nach dem Motto, wenn ich den Raum verlassen wollte, soll ich vielleicht nicht den Schrank benutzen, sondern tatsächlich hier nach außen gehen. Weil hier der Ausgang ist anscheinend. Genau, und jetzt bewegen wir uns auch mal in den Wald und suchen noch was zu essen. Ah, das scheint so um zu sein. Okay, du fühlst so, als hättest du in mehreren Tagen nichts gegessen. Am besten sollte ich mal nach Essen schauen, bevor ich verhungere. Helfer. Okay, das ist angebracht, in den Wald Essen zu jagen. Das wurde mir angebracht, das zu tun, und das klingt nach einer guten Idee. Es ist ziemlich unglücklich, dass ich mein Päckchen an Vorräten verloren habe, in dem. Wie sagt man auf Deutsch? In der Lawine. Wenn sie niemand genommen hat, ist er wahrscheinlich noch da, wo sie liegen geblieben wurde. Okay, das Objekt in der oberen linken Ecke. Erscheint ein Objekt, wenn ich hungrig bin, wenn ich am Verfrieren bin oder sonst einen Zustand habe. Und ich kann draufklicken für Informationen. Das ist hier oben das Ding wahrscheinlich. Wenn die Bedingung meinen Stamina beeinflusst, dann wird es auch angezeigt, genau. You will hurt yourself, you run out, we can recover. Wenn meine Ausdauer erloschen ist, fange ich gerade an, oder wird es schmerzhaft für mich nach dem Motto, und ich kann aber dadurch sie wieder aufladen, wenn ich einfach Zeit warte nach dem Motto.
Deine erste Aufgabe in Heroines Quest ist es, Lernen zu überleben in dieser harschen Umgebung. Aber... Also ich kann die Hunger und Kälte Dinge auch ausschalten, wenn ich die Schwierigkeit leichter stelle. Hallo Jaime. Mother and I took care of you when Father dragged you out of the snow. Are you better now? You were really cold when you came in. I am well enough, thanks to your help. Ach, das ist aber süß, der Kleine. Er hat nur quasi erzählt, dass er dabei mitgeholfen hat, uns quasi aus dem Wald zu retten. Was bist du denn für ein What brave warrior are brave, you? I am Jaime mutiger Krieger. Warrior in training in the service of Jarl Ilfin. I'm going to be a mighty dragon slayer. I am learning to fight really well. Got my own sword too. Next year I go study tactics so I can be a big leader. Also ein riesiger Krieger werden und Drachen jagen. Wie läuft denn dein Training? How is your training going? You are an adventurer, are you not? My mother said you were venturing and staying at the Venturing Guild. I want to be an adventurer when I am bigger. They get to travel anywhere. And everybody likes them because they have courage and honor. That means they do the right thing. You must be nice to people and help them, even if you do not like them. And you cannot threaten folks just because you are stronger. And then you get to kill dragons. Ja, der junge Mann ist also in seiner Ritterlichkeit schon sehr bewandert. Kannst du mir sagen, wo ich Essen finde? Most people go into the forest for food. There are animals you can kill. Like a boar. There are also roots and plants to eat, but I like the meat better. Also ratet mir auch, in den Wald zu gehen. Training. Come back soon and tell me about your ventures. In den Wald zu gehen, um Essen zu finden. Ja genau, wenn ich die Lokoption schon mal gewählt habe, werden die grau natürlich. Was, wenn ein Charakter etwas... Verstehe ich nicht, was ich mit dem zweiten sagen will. Irgendwas, das... Naja, irgendwas über die Option... irgendwas über die Dialogauswahl, das keine große Rolle spielt. Charakterreaktionen können davon abhängen, in welchem Raum sie sich befinden. Zum Beispiel... Ach so, zum Beispiel, ja klar, wenn andere Personen im Raum sind, können die Antworten der Person, die ich frage, anders sein. Also, wenn ich Leute was mit Leuten gesprochen habe und ein Optionsdialog hat quasi noch weitere Informationen, aber die wurde mir nicht gesagt, weil die Umstände nicht entsprechend sind, bleibt es so lange weiß, bis ich quasi die Informationen daraus erhalten habe. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Ich will echt mal in den Wald. Oh, jetzt habe ich das falsche Fenster geklickt. Bevor du aus der Stadt gehst, um zu jagen, solltest du... Also ich meine, eine Jägerjagdwaffe zulegen. Ich könnte wahrscheinlich eine in Forsigtuna finden, eine Jagdwaffe. Also in der Stadt, wo ich bin, klar. Guck ich noch, ob hier irgendwo ein Schmied ist. Habe ich dich in der Waffe schon dabei? Na gut, eine Jagdwaffe wäre wahrscheinlich eher ein Bogen oder sowas. Was haben wir denn hier? Dieses Zeichen über der Tür zeigt ein Bild von einem eleganten Selfnir, irgendwas. Ein achtbeiniges, graues Pferd. Also das Pferd von Odin quasi, genau. Aber nichts Besonderes. Also nichts, womit wir interagieren können. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie... Da hätten wir den Fischhändler, nehme ich mal an. Der Schneemann. Ein süßer Schneemann. Erleichtert,
erhellt quasi die ansonsten dunkle und traurige Straße von Forst Chituna. Gott, wie heißt das Dorf? Fornsiktuna. Fornsiktuna, das ist doch kein Name, das ist eine Krankheit. Fornsiktuna, vielleicht verlese ich mir auch gerade 8 Mal. Das habe ich ein Fable dafür. Also, der Fable dafür. Habe ich ein Talent dafür, mich 8 Mal bei demselben Wort zu verlesen? Oh, wer war das denn? Wer war das denn? Zeug. Ah, ne, da ist er wieder. Hey, Homie, was geht ab? Ich will mit dir reden. How can I help you? Nee, okay. Thank you for your time. You're welcome. Ich dachte, ich könnte vielleicht fragen, wo hier irgendwo so ein Waffenladen ist oder sowas. Ich könnte hier nach unten gehen. Ach, ich klicke mal aus dem Ding raus, aus dem Spiel raus. Ja, kann ich. Also kann ich wieder hier raus. Ah, ja. Vielleicht sollte ich das Mädel, das uns befreit hat, vielleicht mal fragen, ob die uns eine Waffe organisieren kann. Oder sagen, wo eine ist. Hey Lady. Ach, ich will so bekrapschen, was sagt denn? Also, wenn ich meine Hand nach ihr ausstrecke, dann guckt sie nur schüchtern weg. Ganz wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Kannst du mich trainieren? Ich würde gerne etwas von deinen Waren kaufen. The winter keeps us short on supplies. I could sell you a healing draught. Okay, ich kann mir nur Heiltränke verkaufen. Ich möchte mal keine Heiltränke. Ich möchte eigentlich eine Waffe kaufen. Schauen wir mal. Oder habe ich vielleicht auch ein Inventar? Muss ich nur ausrüsten? Ich habe ja immerhin ein Schwert. Habe ich das equipped oder habe ich das einfach nur im Inventar? Das ist eine gute Frage. Mal hier raus. Oder schau ich mal an. Schwert. Okay, das ist einfach mein altbekanntes Schwert, auf dem ich sehr vertraue. Es wiegt 10 Merkur. Okay. Das ist mein stabiles Holzschwert. Das mich von Hazards. Ach, manchmal habe ich echt Probleme, so einzelne Worte zu übersetzen. Ich weiß genau, was es bedeutet, aber das deutsche Wort dazu zu finden, ist schwierig. Gefahren, genau. Mich vor Gefahren zu schützen. Aus den Gefahren des Herumheldens quasi. Gut. Dann suchen wir trotzdem nochmal. Gibt es hier irgendwo. Weil wenn ihr Mann der Schmied ist, dann wird es sich auch irgendwo eine Schmiede geben, wo ich mir einen. Wobei eine Schmiede hat ja nicht zwingend einen Bogen, aber gucken, was wir sonst noch so hier finden. Dann gehe ich halt mal in den Laden, wo dieses. Ah, da war noch die Stehschmiede. Anscheinend wäre ziemlich naheliegend, wenn wir hier irgendwas entsprechend finden würden. Oh, das wollte ich nicht. Öffnen. Ach, guck mal hier. Das ist doch. Welcome to my smithy, traveler. It is good to see you have recovered to fight once more. These are troubled times for Fornsiktuna. With trolls and worse on the loose, and a harsh winter that has lasted longer than it should. Okay, er freut also, dass wir auf den Beinen sind und dass wir uns gegen die Trolle, die da draußen rumeiern, jetzt wieder wehren können. Wer bist du? Was machst du in der Stadt? Erstmal dankbar, dass man uns gerettet hat. Think nothing of it. I would not have anyone freeze to death in the Fimble Winter. Oh, er ist also da sehr bescheiden. Könnt ihr sagen, wer du bist? Könnt ihr mir in der Stadt was sagen? Wo hast du mich gefunden? Ah, erstmal, wo hast du mich gefunden? Where in the forest did you find me? The woods of Yonvadir surround us in all directions. I found you northeast of here, partly buried under an avalanche. You are lucky that your bright cloak stood out against the snow. There were tracks of a troll nearby. So if you are missing anything, it is likely the trolls have it. You'd best be careful when traveling. In the Fimble Winter, there are fierce wolves and trolls about, and all of them hungry. Still, you look like someone who can take care of herself. Ah, ist ja schön. Also er hat also auch da, wo er uns gefunden hat, Spuren eines Trolls gefunden. Genau, der uns natürlich da so ausgenockt hat. Bitte gib mir Essen, ich will nicht angammeln.
Ich würde gerne was von deinen Waren kaufen. Like some of your wares. I craft the finest weapons and armor in this land. What is it that you need? I bet she wants a big weapon. The best heroes always have the biggest swords and sharp ones too. Naja, nur die Größe der Waffe hat jetzt irgendwas mit seiner Stärke zu tun, junger Mann. Da musst du noch viel lernen. Bitte gib mir einen Kriegshammer. Ich würde gerne diese Pick, was ist ein Pick nochmal, so eine Art, so ein Pickel quasi. Ich würde gerne eine Chainmail, also eine Rüstung kaufen, einen Dolch. Ach, das kann ich auch nur im Dialog auswählen, was ich... ein Schwert habe ich ja schon. Zum Kämpfen, aber vielleicht... Gut, das sieht alles nicht so... jägertechnisch aus. Da würde ich eher einen Kriegshammer... Nee, von dem, was er mir hier anbietet, würde ich am ehesten noch zum Chainmail, also zu der Kettenrüstung greifen. Oder Wurfdolche. Eigentlich so eine Kampfaxt. The battle axe looks impressive. A powerful warrior needs a powerful weapon. And what could serve you better than a two-bladed axe? Ah, da könnte also für... Okay, für 30 Geldeinheiten könnte ich kaufen. Ich habe nur 15. Kauft mir die schon mal nicht. Ja, ich will auch eigentlich mehr nach einer Jagdwaffe hier ausschalten. Ich glaube, da sind wir hier auch doch falsch. Gucken wir mal noch. Gucken wir mal draußen. Was haben wir hier noch? Geht's noch weiter? Wahrscheinlich endet. Nope. Geht's dann nach oben? Was ist denn da drin? Gucken wir mal, ob wir da rein können. Okay, diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Und ich sehe keinen Weg, sie zu öffnen. Da hoch vielleicht. Das stellt mich jetzt schon vor ein Rätsel, wie ich da fahren kann. Hier liegen Schuhe rum. Kann ich die mitnehmen? Ups. Ich dachte gerade, da oben wird es blitzen. Das ist nur der Rauch von dem Fenster. Von dem Fenster, von dem Schornstein. So, dahin gehen. Erstmal gucken, kann ich das Spiel auch irgendwie speichern? Open Control Panel, Statics, Control Panel, Save. Start. Shot. Nein, Start. Schnad. Stiefel. Ich will mich wissen, ob man die Stiefel klauen kann. Save. Nehmen. Shame on you. Schande über dich. Diese Stiefel sind nicht dir. Möchtest du wirklich andere Leute Schuhware klauen? Ja, hatte ich eigentlich vor. Okay, dann nicht. Ah. Okay, die Tür ist verschlossen. Na gut, anscheinend sind wir wirklich klassisch rollenspieltechnisch unterwegs. Das heißt, wir sollten auch nichts Böses tun. Dann nehme ich den Rat auch mal an und bin der ehrliche Krieger und ehrliche Held, die diese Stadt haben will. Ach, guck mal, das ist doch vor Fornictura, wie auch immer so heißt. Moment, wo ist denn jetzt hingelaufen? Ist sie da rein? Oder ist sie da rein? Ist sie jetzt da rein? Kann ich da jetzt vielleicht reingehen, nachdem sie da angelaufen ist? Nope, ist immer noch verschlossen. Vielleicht kann ich jetzt... Vielleicht steht sie da drin jetzt irgendwie rum. Also schien sie schon mal da reingelaufen sein. Ja, das ist ja. Hey ho. What is it? Oh, ist aber nichts anderes, was ich fragen kann. Ne? Start. Was sagt ihr noch? Hello, Hero Lady. Ja. Lass uns von den Wäldern sprechen. Let us speak of the woodlands. It's the forest around Fornsigtuna. It's full of wolves and trolls. Some other says it must not go too far from the city wall. There's lots of trees, of course, but there may be another village somewhere. There could even be jabberwocks in the woods.
Was sind denn Jabberwocks? So what is a Jabberwock? I have not seen that creature, but Mother told me it has jaws that bite and claws that catch. And it has a fur that goes jub-jub. Jub-jub. It is so frumious, as you know, and you must be very brilliant to catch it in the Baragos. Also scheint dieses, Good luck with your training. Come back soon and tell me about your ventures. Der Jabberwock. Nicht so das freundlichste aller Viecher zu sein. Ein bisschen an den Jabberwocky aus. Aus. Der Jabberwocky? War der aus Alice im Wunderland? Irgendwo der Jabberwocky her. Ich kann gerade nicht zuordnen, woher ich den kenne. Mein Jabberwocky. Verdammt! Jetzt geistert mir das im Kopf rum. Ich will wissen, wo ich das Vieh herkenne. Ein Hund! Hey! Darf ich die streicheln? Also, er ist froh, dass ich ihn streichel, aber zu gut trainiert, als er auf mich reagieren würde. Also quasi mit mir gehen würde oder so. Guck mal noch, was das hier ist. Das Schild über der Tür zeigt, dass es ein Provianthändler ist. Aber das scheint geschlossen sein, der Laden. So. Ich würde sagen, ich guck mal, dass ich jetzt irgendwie in der Stadt noch eine Waffe kriege. Wenn ich irgendwas Neues, Interessantes finde, cutte ich wieder dazu. Weil momentan laufe ich einfach nur im Kreis dumm rum. Weil ich möchte gerne euch noch ein bisschen was zum Spiel zeigen und nicht mich ständig beim Rumlaufen zusehen. Dann gibt es gerade einen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Der Hund, was ist denn einfach Verlass der Stadt? It is good to see that you have made it to our city, which you are seeing now. The Jarl of the city will want to see you in the morning, inside the city. I will see you there. Aha. Wieder Endurance plus 1. Sehe ich das irgendwo? Was? Wie meine Stats sind? Endurance 23. Das ist ziemlich lässig. Ich habe ja quasi mein Schwert schon dabei. Ich muss das jetzt eigentlich auch quasi equippen können. Kann ich dann Action Submenü Equip a Weapon. Also, ich habe keine andere, also das heißt, ich habe das Schwert dann schon angelegt. Dann. Okay, hier ist eigentlich ziemlich tote Hose. Was haben wir denn hier? Ah, da haben wir noch schon mal irgendwas, was wir mitnehmen können. Du gräbst durch die Wurzeln und hast dir etwas, ein provisorisches Essen hergestellt. Es ist zwar kaum eine Rede wert, aber es würde ich davon abhalten zu verhungern. Ich habe Nahrung gefunden, indem ich meinen Herbalism Skill, also meine Kräuterkunde Skill benutzt habe. Viele Aufgaben im Spiel setzen voraus, dass du gewisse Skills in einem Level hast. Du kannst deine Skills trainieren, indem du sie einfach benutzt. Zum Beispiel, wenn du Magie trainierst. Also, du kannst Magie trainieren, indem du zum Beispiel jede Menge Spells, jede Menge Zauber zauberst. Zauberst. Immer wenn du einen Zauber castest, benutzt, hast du die Chance, dass sich der Skill verbessert. Klick das Face-Symbol in meiner Kommandobar, um meine Skills-Level zu sehen. Ja, genau, was ich eben gemacht habe. Auf diesem Sheet stehen meine Skills. Also sind grün, wenn sie sich gesteigert haben. Ah, guck mal, Score plus 3, Herbalism plus 3. Score? Was ist mein Score? Score, 500 Punkte kann ich sammeln im Spiel. Okay, und mein Herbalism-Skill hat jetzt auf 8 gesteigert. Ah, das heißt,
Ich habe es quasi. Habe ich das jetzt schon gegessen oder habe ich das erst im Inventar? Ah, ich habe zwei Wurzeln gefunden. Gucken, ob ich hier noch irgendwas auftreiben kann. Kann ich hier noch? Da ist nichts Interessantes. Ich sehe wahrscheinlich, weil da hat es eben auch so geglitzert. Als ich daran vorbeigelaufen bin. Oh, da ist ein Bohr. Kann ich dich? Nö. Der Bohr war ziemlich uninteressiert von mir. Ich weiß nicht, ob ich ihn angreifen soll. Ich mich das trauen soll. Du willst, mächtiger Krieger! Soll ich eigentlich in der Lage sein, einen Eber mit einem Schwert zu verprügeln? Ah, da oben ist voller Glitzerrabe. Hallo, Glitzerrabe. Ah, ein gefrorener Vogel lehnt gegen die Pflanzen, die mit Eis bedeckt sind. Nicht verzerrt, aber so ein bisschen nicht so tollen Gesichtsausdruck im Gesicht. Achso, anscheinend sind die Pflanzen nicht so freundlich, wie sie aussehen. Achso, anscheinend haben die Pflanzen den Rahmen festgehalten. Um ihn dann quasi. Ja. Um ihn quasi. Dann von seiner Leiche quasi sich zu ernähren. Hey, Mr. Boar. Okay. Der. Scheint irgendwie nicht so fröhlich zu sein. Kann ich den irgendwie angreifen? Das würde ich nämlich gar machen. Wie mache ich denn das? Kann ich die irgendwie. Ja? Gewerben. Ja, ich weiß. Aber wie mache ich denn das? Ne, da habe ich ein Tier hier drin. Hier kann ich nicht außen, ne? Oh, ich bin aber gleich. Ich bin gleich tierisch am Erfrieren, wenn ich so weitermache. Hier, Schwert. Select Item. Select. Achso, das ist keine. Wow, okay. Das hat mich überrannt. Ah, ist. Also okay. Er sagt mir, dass mein Schwert keine sehr gute Waffe zum Jagen ist. Okay, ich fühle mich immer noch errettet als schwach von der Lawine. Vielleicht wäre es sinnvoll, in der Nähe der Stadt zu bleiben. Anscheinend geht es da links weiter weg von der Stadt. Ah ja, wir kommen nämlich da hoch. Dann zurück zur Stadt. Gut, dann soll ich meinen Speer suchen, um zu jagen. Ich glaube, von da oben kamen wir. Oh, so, man stellt zurück in die Stadt, denn mein Frostometer. Oh Gott, habe ich verlaufen? Mein Frostometer ist ziemlich mies. Ah, das ist immer gut. Schnell, bevor wir erfrieren. Na gut, da ich ja. Da mein Stamina verbraucht ist, wird alles. Jedes weitere Rumsuchen quasi meine Hitpunkte, meine HP beeinflussen. Aber wir sind wieder in der Stadt. Ja, kannst du mal reingehen, bevor du hier am Erfrieren bist? So, guck mal hier. Jetzt können wir uns quasi in der Nähe des Feuers bewegen. Und hochheilen. Oder unser Stamina wiederherstellen. Ah, dann scheint schon gut HP abgezogen, dadurch, dass ich ein bisschen draußen rumgelaufen bin. So, kann ich das Zeug jetzt essen? Ja, kann ich. Wurzeln. Nom, nom, nom. Köstlich. Okay. Jetzt habe ich wieder eins aus Versehen weggeklickt. Du fühlst dich immer noch etwas schwach von deinen. Von meiner Ausflug in den Schnee, aber. Ja, es wäre gut, wenn die Stadt das weiter erkundest. Then have a good night of sleep. Okay. Oder etwas die Stadt mehr erkunden und mich dann im Gildenhaus quasi zur Ruhe legen. Bin ich noch hungrig? Nee, bin ich nicht. Was ist denn das hier oben eigentlich? Das frage ich mich die ganze Zeit. Also ein leeres Brett ist an der Wand anscheinend. Ah, wahrscheinlich ist es dafür reserviert für eine weitere Trophäe quasi.
Das ist eine Pflanze, look, eine normale Pflanze. Sieht aus wie Chuck die Pflanze. Da kommt ziemlich herum. Okay, verstehe ich nicht. Es ist Abend. Ich wäre jetzt fast dafür, dass wir uns eigentlich tatsächlich mal so einen Speer organisieren. Und damit mal auch auf Jagd gehen. Was ist denn mit den beiden? Die stehen jetzt plötzlich einfach so rum. Die stehen einfach so rum. Ohne Sinn und Zweck. Gut, der Magier meinte ja, wir sollten uns morgen früh mit dem Jarl treffen. Dem Chef von der Stadt. Was haben wir hier noch? Das Haus ist geschlossen. Bei einer bei einer halb kaputten Holztür. Also wird jede Menge Augenblick auseinanderfallen. Wollen wir da rein? Können wir da rein? Ich muss ja doch irgendwie das Haus untersuchen. Okay, auch wenn die Tür nicht so stabil aussieht, ich finde keinen Weg, um sie aufzumachen. Du winkst dem Schneemann. Also, du winkst dem Schneemann und es könnte nur eine Bewegung des Winds gewesen sein, aber es sieht doch aus, als hätte er zurückgewinkt. Kann ich mich mit ihm unterhalten? Oh, er antwortet nicht, wie kalt. Kalter Schneemann, okay, ist Abend. Ich glaube, wir legen uns einfach mal in der Adventure-Gilde. Hey, was ist die Alte wieder? Hey, Lady. Okay, die hat nichts Besonderes zu sagen. Dann bewege ich mich mal in die Adventure-Gilde und hau mich aufs Ohr. Steuerung ist ja noch etwas. Ich will es nicht unzeitgemäß nennen, weil es ja bewusst so clunky und schwierig gehalten ist, weil es halt damals so war. Aber es ist schon ein bisschen ungewohnt, so so zu spielen. Ah, ich habe mir einen warmen Punkt in der Nähe des Feuers gesucht und fall sofort und schlafe sofort ein, sobald ich mich drauflege. Das war eigentlich auch Sinn der Aktion. Ah, hier kommt der Kleine. Mother sent me to check on you. Is there anything you need here, old lady? Das ist aber nett. I'm just exhausted and need some sleep. You can save our city tomorrow. I'm sure you will. Ach, geh. Ich rette deine Stadt. Kleiner Heinzel. Aber... Oh, meanwhile... In the late night. I can see you, Troll. What are you doing here? What? He has seen through our cunning hiding place. Now we must kill him! Is that so? My mighty sword can fell a tree in a single stroke. When I charge into battle, I kill three men with every cut of my blade, and two more with my heavy shield. I have fought a dragon, cut off its claws, and made it eat its own tail. I am Sigurd, son of Sigmund, and I fear no troll. He talks big for a human. This shall be fun. No dish, human. We punch through mountains with the swing of our fist. We have wrestled with the great Jormungand and tied him in a knot. We scare away kittens by smiling at them. What was that? A mighty boast, oh yes. You do not impress anyone by talking about puny kittens. We can chase off small children. Shut up. Now the human will laugh at us. But we can still kill him. Yes. For this is the human we seek. The one who has the left eye. The master shall be pleased with us again. Are you going to talk to yourself all night? Do not be impatient, puny human. We shall kill you now and take the left eye from your bleeding corpse.
Oh, yes! Aha. Gut, wie der Kampf ausgeht, sehen wir dann leider nicht. Ich wache am nächsten Morgen auf mit einem sehr erfrischten Gefühl. Aber... Also, bin etwas verwirrt über meinen visionsartigen Traum. Achso, es war den Traum, den wir hatten, den wir damit erlebt haben. Alles klar. Also mit seiner Vision. Gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen Cut. Und dann würde ich sagen, so ein, zwei Episoden davon machen. Es ist, sollten angezockt werden und das wird doch bleiben. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich das komplett durchspielen werde, aber bisher ist es echt interessant. Und mal sehen, dass ich Max vielleicht noch ein Video 2 dazu mache. Dann danke euch erstmal fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge von Winter spielt irgendwas und ihr guckt zu. Verwirrte Stille. Bis dann. Macht's gut.